Wie beurteilst du die Zur Saisoneröffnung hatte der SC Preußen am Mittwochabend ins Preußenstadion geladen und schon Stunden vor dem eigentlichen Highlight, dem Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund, waren zahlreiche Fans zur Mannschaftsvorstellung erschienen. Ich habe es im Vorfeld gehört, dass das Spiel ausverkauft ist. Das ist natürlich für uns nochmal ein Motivationsschub, ganz klar, kann man nicht anders sagen. Wir werden das Bestmögliche rausholen, was für uns möglich ist. Bei hochsommerlichen Temperaturen ließ sich der Innenverteidiger noch entlocken, dass der Unterschied zwischen Champions League und dem Preußen gar nicht so groß sei. Das hörten die Fans der Adlerträger natürlich gern. Es scheint eine harmonische Truppe zu sein. Scheint sich gut gefunden zu haben. Also die Saisoneröffnung bis jetzt eigentlich rundum gelungen. Schönes Wetter, was kann man sich mehr wünschen? Hoffentlich heute Abend ein tolles Spiel. Ist natürlich ein Highlight, wenn der aktuelle deutsche Meister hier in Preußen aufläuft. Und mein Sohn freut sich genauso wie ich da drauf. Die gute Laune der Fans hielt auch im Spiel an, denn die Preußen gingen gegen den deutschen Meister nach 12 Minuten in Führung. Einen Foulelfmeter, den Marco Königs herausholte, konnte Kapitän Stefan Kühne verwandeln. Die 15.000 Zuschauer im ausverkauften Preußenstadion konnten 20 Minuten später gar erneut jubeln, denn wieder war Stefan Kühne erfolgreich und diesmal mit dem Kopf. Zur Halbzeit waren besonders die Preußen zufrieden, während BVB-Trainer Jürgen Klopp in der Kabine etwas deutlicher wurde. Elfmeter und Freistoß, das sind Dinge, so kann man Tore kriegen, aber Preußen hat es gut gemacht. Muss man ja anerkennen, kann ich auch, kein Problem. Nur wir haben es nicht gut gemacht und das ist eher das Problem. Wir haben uns natürlich was anderes vorgestellt, vor allem in der ersten Halbzeit, dass wir anders auftreten wollen. Preußen hat das, denke ich, ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, haben viele Konter gefahren und haben gefährlich nach vorne gespielt. Das haben sie echt gut gemacht. Ich kann halt dazu nichts sagen zu der ersten Halbzeit. Der Trainer hat uns gesagt, in der Halbzeitpause, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen und dass wir Druck machen sollen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, es waren ganz normale zwei Tore und ein ganz normales Spiel auch. Letztendlich war es ja immer noch ein Freundschaftsspiel und deswegen, egal wer die Tore macht, wichtig ist, dass es keiner verletzt hat und somit, dass wir am Freitag dann auch mit der besten Elf in Darmstadt auflaufen können. Mit den zur Halbzeit eingewechselten Marco Reus und Robert Lewandowski drehten die Dortmunder nun offensiv auf und machten innerhalb von 12 Minuten aus dem 0-2 ein 4-2. Der polnische Nationalstürmer erzielte dabei den ersten Treffer und holte kurz darauf einen Elfmeter raus, den Ivan Perisic verwandeln konnte. Ich denke, dass wir zu locker ins Spiel gegangen sind und die haben es von Anfang an maximal ernst genommen. Dies hat dann auch direkt seinen Ausgang in den beiden Toren genommen. Die zweite Halbzeit ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Unterm Strich ist es verdient. Die erste Halbzeit gehörte ihnen, die zweite uns. Durch einen Treffer von Piszczek gingen die Dortmunder dann sogar in Führung, ehe Lewandowski noch den Endstand markierte. Heute ist es so, dass wir... Ja, bei tollen Bedingungen. Ein bisschen warm war es vielleicht zum Kicken, aber ich glaube, für die anderen Leute, die haben sich über diesen einen Sommertag in NRW ja auch gefreut. Und viele hatten wir ja noch nicht. Haben einfach ein interessantes Spiel gesehen. Wir haben Preußen uns richtig Probleme bereitet. Wir haben es dann hinten raus doch noch gelöst. Ich glaube, so können alle aus dem Spiel was mitnehmen, was ihnen weiterhilft. Das hat man sicher nicht alle Tage. Es ist eine sehr schöne Erfahrung, gegen Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Wir haben aber auch gesehen, an welchen Punkten wir noch arbeiten müssen. Also ich habe mich gefreut, vor diese Kulissen zu spielen. Es war tolle Stimmung. Teilweise auch guter Fußball ist angeboten worden und kann ich nur als positiv bewerten. Ein wahres Fußballfest war dieser Tag für alle Beteiligten und sicher auch für die Organisation Stars for Kids, denen ein Teil der Einnahmen gespendet wird. Preußen Münster hat da eine soziale Verantwortung und wenn wir die Chance haben, was Gutes zu tun, dann machen wir das gerne.